My dear people, keep your radio transmitters tuned for the future primetime broadcast, all in the press. Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Voll, die Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spektakulären, sensationellen Episode unseres ebenso spektakulären und sensationellen Medienpodcasts Voll in die Presse. Und ich bin so begeistert mit der Weltsensation, die ich vorher schon im Chat angekündigt habe, beginnen, damit die Jungs hier auch richtig auf Betriebstemperatur gebracht werden. Denn ihr erinnert euch sicherlich, die Jüngeren unter euch, 1963, John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin, seine berühmte Rede, ich bin ein Berliner. Und mir ist es jetzt gelungen, in jahrelanger Recherchearbeit mit feinfühligen Gesprächen über den Atlantik die verschollenen Minuten aus dieser Rede zu bekommen, zu restaurieren und jetzt hier, heute, live in diesem Podcast der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Ihr müsst euch jetzt wirklich sehr, sehr gut konzentrieren. Es ist natürlich altes Material. Ich spiele das jetzt hier über mein altes Tonbandgerät ab. Es ist gerade noch so restauriert. Es ist teilweise etwas schwer zu verstehen, aber... Also hoffentlich kommt da was bei rum, wenn du jetzt so lange Stuss redest. Ja, ja, es lohnt sich wirklich, weil... Es ist die Weltsensation. Es ist die Weltsensation, eine absolute Weltpremiere. Und jetzt bitte anschnallen und hört zu, JFK, der Visionär vor dem Rathaus Schöneberg mit diesem bislang unveröffentlichten Sätzchen oder dieser Rede an das Berliner Volk. Ladies and gentlemen, today I speak to you about the world of tomorrow. Many years from now, there will be a show that everybody will love and enjoy. Many people will have a lot of fun with this hot ship. The world will be entertained by four incredible hosts. The always cheerful Mr. Sammer, the dangerous Prowler Ferrari, the truly unbelievable Beef Rogers, and the one and only Ben Cartwright. Already today, I wish you a great hearing experience and a lot of fun. My dear people, keep your radio transmitters tuned for the future primetime broadcast, all in the press. Also, ich bin so gerührt gewesen, dass JFK schon vor fast 60 Jahren uns hat kommen sehen, ja, uns diese Bühne verschafft. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Durchbruch. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode, wo wir auch einen Gast haben. Ihr anderen wurdet alle schon von JFK persönlich vorgestellt. Ich möchte mir noch die Ehre erlauben, meinen Sohn Adam Cartwright hier heute im Studiobus als Gast willkommen zu heißen. Man kennt mich vom Köln-Spiel, der andere Podcast. Vor, ja, ein bisschen Jahr Cross-Marketing oder so. Für klar. Das. Ja, Prost Adam, ne? Prost, genau. Prost. Und der, der Prost. Sommer, der weiße Prost. Sommer, wir haben total krass sommerliche Temperaturen, hat auch schon San Miguel Especial verteilt. Schöne Flasche. Kann ich gar nicht trinken. Wunderbar, der Adam besudelt sich schon. Das ist der Grund übrigens, Beef, warum du heute im anderen Bus sitzt. Er ist noch nicht ganz Studio rein oder wie. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier so im normalen Aufnahmeumkreis mache. Ja. Wie geht's euch denn bei diesem schönen Wetter? Nach der Sensation, seid ihr auch so aufgeregt? Herrlich. Wie ich? Endlich mal wieder bei offenen Türen hier. Ja, und was für eine Woche, was für eine Woche bitte war das. Der FC hat die Klasse gehalten. Ich habe im Kicker-Manager-Spiel gewonnen. Das Wetter ist Weltklasse. Was willst du mehr? Ja, aber der JFK, Alter, ich möchte jetzt hier mal hören, was ihr dazu sagt. Ich habe jahrelang recherchiert für diese Aufnahmen und jetzt kommt so gar nichts. Ihr seid auch echt nicht zufriedenzustellen, ne? Was muss ich denn noch holen? Lady Gaga oder wen muss ich noch präsentieren? Aber Ben, ich habe letztes Mal schon gesagt, Qualität wird sich durchsetzen. Und es ist auch irgendwie nicht so richtig überraschend, wenn es jetzt nicht JFK gewesen wäre, dann Nelson Mandela, ich weiß es nicht. Irgendwer hat uns schon früh auf dem Zettel gehabt, ganz klar. Ja, ja. Das F in JFK steht ja für Ferrari, wie jeder weiß. Ich bin ja auch quasi indirekt Teil des Kennedy-Clans, ja, was letztendlich gar nicht so toll ist, wenn man irgendwie am Leben bleiben will. Das ist sagen, ja bei denen immer so ein Thema. Ja. Deswegen genießt es, solange ich noch hier bin. John Ferrari Kennedy. Ja, wunderbar. Ja, und sonst irgendwie... Irgendwas Spezielles passiert. Das mit dem FC, muss ich gestehen, auch für uns hier ganz großartig.
Ja. Ich glaube, alle bis auf einen, der sich nicht für Fußball interessiert, waren gestern recht glücklich. Auch mein Sohn Adam. Natürlich. Und ja. Das Schönste ist, in meiner Nachbarschaft brüllte es aus verschiedenen Gärten immer, ja, ja, da wusste ich, dass ich richtig wohne. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ach ja, und an das der Stelle auch einen schönen Gruß und einen Glückwunsch an das Ruhrpott-Mädel, der VfL Bochum. Das darf man ja auch nicht unterschlagen. Stimmt. Hat's geschafft. Stimmt, schön, dass du daran denkst. Sag mal wieder, ich sag ja, das ist so einer, der auch mitdenkt. Genau, VfL Bochum spielen wir auch noch nächstes Jahr dann wieder ja, gegen. Wie geil ist das denn? Also das ist echt, das ist so ein richtiger Bundesligist, nicht hier so ein Kack wie Leipzig und Wolfsburg, sondern so ein richtig ja. geiler, die arbeiten Fußball. Das fand ich ja gestern im Radio geil, der Pistor, ne, der die WDR-Sportsendung moderiert, der sagt dann auch so, na, hoffentlich bleibt der FC drin. Ich glaube, der ist auch FC-Fan, aber er sagte, hoffentlich bleibt der drin, weil sonst nächstes Jahr hier Hoffenheim gegen Greuther Fürth, wer will das denn sehen? Ne? Da habe ich auch gedacht, so, kriegst du bestimmt noch wieder Ärger aus Hoffenheim für solche Sprüche, aber ich fand's gut. Ja, ich finde es auch gut, wenn, ich habe den Spruch jetzt nicht gehört, aber ich finde, ganz ehrlich, immer nur mit angezogener Handbremse quasseln und niemandem auf die Füße treten wollen, ist auch Mist. Ja, machen wir hier auch nicht. Wir ledern ja auch immer. Nee, genau. Wenn der Beef, wenn der erstmal auf Temperatur ist. Ich war eingenickt zu schnell. Ja, ja. Ich habe es gesehen durch die Scheibe, deswegen. Die ganzen Beleidigungen immer von dem, ey. Das ist echt. Ja, wir stilisieren den Prollo immer als den gefährlichsten von uns heraus, einfach nur um unsere Geheimwaffe unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit immer noch zücken zu können. So ist ja. es. Achso, das galt jetzt mir, ne? Ja, ja, du bist die Geheimwaffe. Die Geheimwaffe. Du bist die Geheimwaffe. Ach nee. Ja, so, aber viel wichtiger als Geheimwaffen. Achtung, Achtung! Die untere Bodenschutzbehörde der Stadt Bonn macht auf die Auszeichnung des Lösbodens als Boden des Jahres 2021 aufmerksam. Pressemitteilung von vorletzter Woche. Was sagt ihr dazu? Was willst du uns erzählen? Ein Boden des Jahres. Der Boden des Jahres 21, der Lösboden. Das ist ein Sediment, welches sich in der Eiszeit in Bereichen vor den Gletschern abgelagert hat. Das besteht aus feinem Sand und noch kleineren Körnern, dem sogenannten Schluff. Ja, also nicht zu verwechseln mit Schluffsammer, sondern der, da gibt es auch, das ist sein Vorname, aber bitte nicht weitersagen. Ja, und so hat sich das Zeug eben übrigens auch in Bonn, hat ordentlich was abbekommen. Der Boden des Jahres, da wächst und gedeiht es, sehr fruchtbar und hier lässt sich ein David Bayer zitieren, der Leiter des Amtes für Umwelt und Stadtgrün, auch ein geiles Amt eigentlich. Ja. Vielleicht denken Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang durch den Kottenforst oder durch das Messdorfer Feld an dieses Geschenk der Eiszeit, sagt er, ja. Und ist das direkt der Boden, auf dem wir latschen oder findet man den erst in 5 Meter Tiefe? Nee, das ist so ein schöner klassischer Deckboden. Darunter weiß man nicht, Schiefer oder so, hier auch aus der Eifel. Und, also dafür muss ich aber zum Messdorfer Feld, den habe ich nicht im Garten, oder ja. was? Nee. Aber nee, sag das mal, beim Messdorfer Feld denken wir beide an was anderes, ne? Ja. Ja. Ich denke an unseren Kumpel Uli und die Nacht, nachdem wir bei unserer Chefin da durchgegangen sind und uns noch geheimste Geheimgeschichten erzählt haben und gesagt haben immer, was wir im Messdorfer Feld erzählen, bleibt im Messdorfer Feld. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Da auf der Parkbank. Ja, selbstverständlich. Wir haben dem Uli ja gesagt, er hätte auch umkehren können. Genau, er hätte umkehren können und er hätte auch ein bisschen was für sich behalten können. So werden wir mit diesem Wissen unser Leben lang klarkommen müssen. Aber es bleibt alles im Messdorfer Feld. Ja, also wir dürfen jetzt nicht drüber reden, wenn ihr euch jetzt fragt, was wollen die Typen, was erzählen die da? Wir dürfen nicht drüber reden, es geht nicht. Nee, außer im Messdorfer Feld, wenn man da so einen Schluffboden uns dann... Ja, der Schluffboden. Das wisst ihr eigentlich, was der Boden des letzten Jahres war? Sag mal, müsstest du es eigentlich wissen. Nö. Watt? Parkett? Das Watt. Also oder Laminat. Seit 2005 verleihen die das Zeug und da sind so Dinge wie Niedermoor oder auch Stauwasserboden, ja, Kippenboden, dachte ich erst, okay, klickst du mal nicht drauf, ist bestimmt irgendwie, ja. Also es gibt jede Menge Art von Boden. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich Leute damit sowas beschäftigen. Kippenboden ist doch wahrscheinlich irgendwie um Aschenbecher rum. Ja. Kneipe. Ja, Eingangsbereich bei der Kneipe. Habe ich auch gedacht. Ja. Ja, aber dann denkt mal drüber nach, wenn ihr euch das nächste Mal auf dem Lösboden löst. Also das ist dann was anderes. Ja. Ja. Oder wenn man sich da einen reinlötet. Okay. Naja, ja. Der Wortwitz ist nicht so angekommen. Nee. Aber
Aber witzig und wo der Prollo drauf, mich darauf ansprach, Watt, ja, hätte ich wissen müssen, Watt ist, habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe im Nachrichtenmagazin Kölner Express. Boah, du Sack, ich sehe das Foto, du hast meinen Artikel geklaut. Geiler Artikel, ich bin jetzt ruhig, aber ich sehe, du hast meinen Artikel geklaut. Beziehungsweise ich habe ihn auch gesehen, ja. Ja, also ja. Man muss halt schnell sein. Ne? Ja, jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Journalistin, eine Dänin in Kopenhagen, spielt das Ganze. Und wie hier auch, haben die dort mit Corona zu kämpfen und Lockdown und so weiter. Ist ja nicht Schweden, ne? Und da haben dann auch die Etablissements zu und auch die Swingerclubs und jetzt gab es eine Neueröffnung. Nicht eine Neueröffnung, naja gut, neu, aber eine Wiedereröffnung ist es. Ja, genau, eine Wiedereröffnung. Und die Louise Fischer vom dänischen Sender Radio 4, die wollte davon berichten, wollte also sozusagen live dabei sein bei dieser Wiedereröffnung. Das klingt schon so lüstern. Ja, also. Der Nachname schon. Wir könnten natürlich, Ben, wir könnten natürlich auch spontan unseren Kumpel Dieter anrufen, zum Thema Swingerclubs mal interviewen. Der war da bestimmt schon, meinst du, oder was? Ja, weiß ich nicht, aber. Letzten Dänemark-Urlaub. Aber jedenfalls kann er da vielleicht ein bisschen Expertise zum Besten geben. Ja. Jedenfalls, sie ist dann dabei, Wiedereröffnung und mit ihrem, wie gesagt, das Radio, ja, mit ihrem Tonbandgerät interviewt die Leute da und plötzlich mitten im Interview, während sie mit den Leuten da vor Ort spricht, hört man es nur noch so klatschen. Man hört es nur noch so aber klatschen. Aber nicht Beifall klatsch, wahrscheinlich. Klatsch. Und dann hört man sie noch stöhnen und dann hört man noch jemand anderen stöhnen. Und da geht es dann mitten im Interview zur Sache. Also, um es mal eben ganz kurz und knapp zusammenzufassen, die hat mitten im Interview angefangen, mit den Typen da im Swinger-Club zu vögeln und hat aber ihr Interview trotzdem durchgezogen. Und alles, was sie anhatte, war das Radio. Genau, genau. Alles, was sie anhatte, war das Radio. Die Programmchefin, also ihre Programmchefin, lobt den Einsatz der Kollegin. Ja. Sie sagt, ich finde es cool, wenn unsere Reporter damit experimentieren, Journalismus auf andere Weise zu machen. Und will die Programmchefin jetzt eine Fortsetzungsgeschichte selber produzieren? Oder? Also davon ist hier nichts bekannt, aber ich finde die Erklärung auch von ihr selbst so cool, wieso sie sich so weit darauf eingelassen hat. Sie sagt nämlich, ja, die Frau Fischer, Bombewitz. Die Swinger-Szene ist sehr verschlossen, sagt sie dann einem anderen Nachrichtenportal. Sie habe daher eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen wollen. Ja, ich glaube, wir machen einiges falsch. Die krassen hier. Methoden der Klatschpresse. Wir machen einiges falsch in diesem Podcast. Ja, wir machen echt einiges falsch. Und dann erzählt sie noch, wie es dazu gekommen ist. Sie haben da irgendwie auf dem Bett das Interview geführt. Dann ist sie irgendwie, dann haben sie sich irgendwann angefasst und dann ging es halt zur Sache. Details sind vielleicht auch, lässt man vielleicht auch lieber doch weg. Aber wen hat die denn interviewt? Also hat die quasi berichtet oder hatte die dann ihren Gegenüber, ihren Geschlechtspartner dann auch noch interviewt währenddessen? Ja, sie hat die interviewt, das war der eigentliche. Also alle, die da in dem Raum waren, oder was? Ja, genau. Die, weiß nicht, das hört sich so an, als ob da irgendwie drei Typen dabei gewesen wären. Und sie sagt noch, ja, die wollten ihr dann noch zeigen, was man in einem Swingerclub so tun kann, sagt sie, ja. Und dabei hat sie dann eben sozusagen das Ganze also sich nicht nur theoretisch schildern lassen, sondern auch praktisch. Und hat eben mitgemacht. Und das Tonbandgerät mitlaufen lassen. Das Tonbandgerät mitlaufen lassen. Das ist übrigens bei Twitter zu finden, beziehungsweise über den Express-Artikel, wo das, dieser Twitter-Ausschnitt eingebettet ist, könnt ihr das dann auch euch reinziehen. Ist dann in unseren Shownotes zu finden. Geheimtipp. Jetzt kann man natürlich das lustig finden. Es gibt aber wohl auch Journalisten, die es nicht so witzig finden. Da gab es wohl auch Kritik. Einige Journalisten haben gesagt, sie hätte eine rote oder eine Linie überschritten. Reporter sollten sich nur selbst einbringen, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe für investigative Recherche. Da gibt es doch den alten Journalistenschulspruch, man soll sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ja, und wenn es im Hintergrund noch so klatscht, da muss man auch mal den, ja,
So. Ja. Ja, übrigens, Paulo, das Einzige, was sie anhatte, war natürlich das Tonbandgerät. Ja, die Pointe ist eben ganz schön in die Hose gegangen. Die Pointe ist in die Hose gegangen. Paulo, aber ich wundere mich jetzt schon, das hört sich so ein bisschen distanziert an und ich wundere mich insofern, weil ich mich erinnere, du bist eigentlich nicht nur unser Verbraucherschützer hier, sondern bist auch ein bisschen unser Rotlichtbeauftragter hier immer gewesen. Du hast doch auch so ein paar Swingerclubs. Ja, sicher. Also du hast dich jedenfalls immer auch zum Beispiel zu den Einschränkungen oder zu den Bedingungen, ja, unter denen in Corona-Zeiten man so einen Laden betreiben kann, hast du dich hervorragend ausgekannt. Ja, es ist ja, aber das ist doch genau das Problem, dass die Leute jetzt wieder in den Puff dürfen, aber noch nicht in die Disco. Ja, wo das ist ärgerlich, weil na, der ja, Puff ist ja teurer. Ähnlich, ne? Ist doch ganz klar, da wird doch wieder, krumme Geschäfte sind doch da in der Mache. Aber im Puff sind vielleicht, außer im Swingerclub, jetzt nicht so viele, also da hältst ja, du vielleicht tatsächlich die auch der Grund, Abstands, ja, im, richtig, in der die Disco. Abstandsregeln, zumindest was die breite Masse ja anbelangt, besser ein. Ja, in der man Disco kann, reibt man sich ja eher mal im Mitbesucher, das ist im Puff eigentlich meistens unerwünscht. Aber das halt im Puff ist dann so, das Wort G-Punkt kriegt dann eine ganz neue Bedeutung, wenn man immer über die drei Gs spricht, ne? Früher hat man immer so den G-Punkt gesucht und jetzt wurde immer so getestet, geimpft, genesen. Ja, und beim Swingerclub gepoppt. Kannst du da ja genau gepoppt. Aber jetzt mal ehrlich, mit den, wo der Prollo das schon anspricht, mit den Einschränkungen durch die ganzen Corona-Regeln, das ist ja auch wirklich teilweise nicht nachvollziehbar. Ich war jetzt genau genommen gestern hier an unserem kleinen Markt und da ist dann auch ein Eiscafé. Ich setze mich da ganz arglos hin und dann kommt die Kellnerin und fragt eben, ob ich einen Impfpass hätte mit zwei Impfungen, ob ich getestet sei und sonst irgendwie was. War ich natürlich alles nicht, hatte ich natürlich alles nicht. Habe ich mich entschuldigt, bin wieder brav aufgestanden. Die Tische waren meterweit auseinander. Es ging ein Lüftchen herrlich. Da kannst du dich in 100 Jahren nicht anstecken. Und dann, was mache ich? Ich gehe zu dem Verkäufer, der da für die To-Go-Leute steht, kaufe eine Kugel Eis für meinen Sohn und setze mich unmittelbar neben dem Café auf eine Bank, wo ich sitzen darf dann auch. Also es ist... Aber es ist alles eine Frage der Verantwortung. In dem Café müssen die dafür gerade stehen, wenn du die Nachbarn infizierst. Ja, natürlich. Oder die haben ja auch entsprechende Auflagen. Die können ja wahrscheinlich am wenigsten dafür. Natürlich, die greife ich auch gar nicht an. Ich will damit nur sagen, es ist... Also in der, also jetzt derjenige, der die Maßnahmen setzt, nicht der, das sind ja nicht Café-Leute, Besitzer, der die Maßnahmen setzt, das ist nicht immer irgendwie homogen, das Ganze. Und ich finde auch, ganz ehrlich, draußen im Café, wo die Tische meterweit auseinanderstehen, wo ein Lüftchen geht, also da sollte man den Leuten das ganze Prozedere mit Tests und so weiter ersparen. Da steckt sich nach meiner Meinung nach keiner an. Jedenfalls ist es besser, als wenn die Leute sich drin treffen, wo sie sich viel leichter anstecken. Ja. Naja, steck sie nicht drin. Nee. Apropos nicht drin stecken, zu der Swingerclub-Story habe ich noch zu sagen. Mich erinnert das Ganze ja so ein bisschen, ich finde, das klingt ja schon wie der Anfang von so einem Porno einfach. Also da war direkt in meinem Kopf dieses, warum ist hier überall Stroh? Das ist doch, ich meine, ganz ehrlich, das ist doch... Es ist doch eigentlich direkt pornoreif, so eine Story, wenn da irgendwie so eine Interviewerin in so einem Swingerclub das Interview führt und dann... Ja, vielleicht, ja. Man muss dazu sagen, der Adam ist zarte 16. Da ist ziemlich viel Porno vielleicht. Ja. Ja, natürlich ist das Porno. Also das ist natürlich auch vor allem eine Grenzüberschreitung. Und deswegen regen sich ja auch die arrivierten Investigativjournalisten darüber auf, weil das jetzt vielleicht die Grenzen nochmal weiter... verschiebt, wenn man sich vorstellt, irgendwelche Kriegsreporter, die dann da über den Krieg berichten, die greifen ja auch nicht zur Waffe und ballern dann mal irgendwie fünf Feinde um und sagen, oh, hier, ne? Also ich bin gerade ganz tief da einsteigen in die Materie. Lebhafte Berichterstattung. Auf der anderen Seite, mein Gott, also erstens ist, glaube ich, Dänemark deutlich liberaler als Deutschland und ich finde es persönlich auch jetzt, man muss sich das ja nicht anhören. Und es ist noch dazu Radio. Es wird ja jetzt nicht Pornobilder da. Also früher, weiß ich noch, da gab es auch immer diese Sendung Wahre Liebe mit der Lilo Wanders oder sowas hieß die. Und die haben dann auch da so live aus, also mehr oder weniger so aus dem Swingerclub berichtet und so. Ne? Das war dann auch so, oh, so sieht das also aus, krass. Das ist ja irgendwo auch ein journalistischer Mehrwert. So für Leute, die da jetzt selber keine Erfahrung haben, dann mal zu wissen, wie es da abgeht. Also ich finde prinzipiell... muss ja jeder selber entscheiden, was er da macht, wie er das macht.
Allerdings kenne ich mich jetzt auch nicht mit den journalistischen Grundsätzen und irgendwelchen Kodex und weiß nicht was, was es alles möglicherweise gibt, nicht wirklich aus. Es mag halt in dem Fall jetzt eigentlich nicht wirklich kritikwürdig sein, aber so ein Prinzip entsteht ja, ne, auch für andere Fälle, und man soll sich nicht mit, wie hieß es, gemein machen mit den Leuten, über die man berichtet. Das hat ja wahrscheinlich eben auch was, damit man unabhängig objektiv berichtet. Mhm. Ne, in dem Fall würde ich sagen, spielt das aber eher nicht so eine tiefgehende Rolle. Ja, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch keine staatstragende Nachricht, ob jetzt da die dänischen Swingerpuffs jetzt, Swingerclubs geöffnet haben oder nicht, also, und was da nur abgeht oder nicht. Also das sei jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist es natürlich so, ein Journalist soll berichten und soll sich dann eben auch auf keine Seite schlagen. So ist es. Genau, und deswegen habe ich auch noch, das passt vielleicht ganz gut als Überleitung, ich habe was von einer, jetzt weiß ich schon, geht beim Ben gleich wieder die rote Lampe an. Yes! Eine Reisebloggerin, also eine Influencerin, aber eine ehemalige Influencerin, die hat sich da so ein bisschen abgewandt. Und das fand ich ganz interessant, wie sie das geschildert hat. Erstens, wie sie dazu gekommen ist, und zweitens, wie sie dann quasi, also dass ihr Corona quasi die Entscheidung abgenommen hat, ob sie damit wieder aufhört. Und zwar geht es darum, ist eine Reisebloggerin, die hat halt erst ganz normalen Job gehabt, relativ gut dotierten, gut bezahlt, und ist selbst viel gereist und hat so nebenbei aus Spaß im Prinzip so eine Art Reiseblog gemacht und hat über ihre privaten Reisen berichtet und ist dann sukzessive quasi, hat dann Angebote bekommen, hat dann auch Einladungen zu Pressereisen etc. bekommen und ist dann irgendwann nach einem guten Jahr, hat sie ihren Job aufgegeben und hat dann das Bloggen zum Hauptberuf gemacht. Sprich, sie war Reisebloggerin und Influencerin und hat dann eben, sagt sie hier auch, dann wäre das so als Hobbybloggerin, klingt das erstmal verlockend, wenn man kostenlos für eine Woche in die Karibik fliegen kann, dort in einem Club am Meer chillen oder in stylischen Luxushotels übernachten darf und darüber nur im Nachgang einen Reisebericht schreiben soll. Aber, und das ist eben das Problem, sie musste dann doch auf Dauer dann eine bestimmte Summe, sie sagt hier ungefähr 3000 Euro brutto, musste monatlich an Einnahmen generieren. Und das führt einem dann so ein bisschen in die Spirale oder in den Zwang, dass man dauernd Werbung schaltet in allen Facetten. Also sprich, Werbung schaltet, wie das die Influencer auch machen, die dann immer so einen direkten Bezug zu ihrer Person bzw. zu sich dann halt haben. Das heißt, und dann wird es dann halt sehr schwierig, weil man da natürlich relativ viel Werbung schalten muss und dann irgendwann hat man das Problem, dass man, da kommt wieder das böse Wort Authentizität, also authentisch bleiben, dann durchaus nicht mehr gegeben ist. Also Werbung schalten auf dem Blog jetzt, so links, genau, rechts. Genau, Werbung auf dem Blog, auf allen Bereichen, beziehungsweise nicht nur so Werbebanner in Anführungsstrichen, sondern halt eben auch also Affiliate-Links und so. Sie Scheiß, nutzt ne? halt, ich nutze dies und jenes, ja, wenn ich auf der Reise bin, weil das ist halt super. Ja. Und, so Product Placements quasi. Genau. Ja, ich glaube Affiliate, ne, die verdienen dann, wenn du da draufklickst und das. Ein Affiliate-Link ist ein Link, wo oder das ist zum Beispiel für Amazon, und wenn du da drauf gehst, dann irgendwie kriegt der oder YouTuber oder Streamer, Influencer, was auch immer, irgendwie 5% davon. Genau. Aber dadurch kriegt er bei Amazon keine Einnahmen, außer halt, dass der YouTuber es bewirbt. Genau. Und die Kunst ist halt, dass man da natürlich dann auch wirklich viel machen muss, um einfach auch Geld zu generieren. Und vor allen Dingen, ihr wurden dann aber auch die Themen diktiert, also für ihren Reiseblog. Das heißt, sie konnte dann auch gar nicht mehr für sich entscheiden, über was und wen sie berichtet oder von wo sie berichtet, und auch nicht die Inhalte, sondern die wurden dann sukzessive immer weiter vorgeschrieben. Aber von wem hatte sie dann so feste Werbepartner? Von den Werbetreibenden, beziehungsweise von den Anbietern, die ihr dann auch die Reise finanziert haben, etc. etc. Also das sind dann ja unterschiedliche Partner. Also sie sagt zum Beispiel, und das ist dann irgendwann auch absurd, also sie sollte dann mal für 4 Tage in Frankreich eine geplante Radwanderweg-Promotion machen und war in dieser ganzen Zeit nur 2,5 Stunden auf einem Fahrrad. Und sagt, das macht dann irgendwie keinen Sinn, wenn ich eine Radwandergeschichte mache und dann an 4 Tagen insgesamt nur 2,5 Stunden auf dem Fahrrad sitze. Das ist halt einfach nicht ehrlich. Also sie hatte tatsächlich irgendwann ein Problem mit der Ehrlichkeit. Und hat dann hier auch einen ganz schönen Satz geschrieben, also lebe nicht dein Leben, sondern poste deinen Traum. Und das ist letzten Endes das, worauf es so ein bisschen hinausläuft, dass man die ganze Zeit letzten Endes nur dabei ist zu posten, möglichst irgendwie Inhalt auf die jeweilige Seite zu liefern, dann auch
wieder dann immer wieder Reaktionen der Leserinnen und Leser einzufordern, um das Ganze immer weiter voranzutreiben. Aber das hat halt einfach nichts und auch gar nichts mehr damit zu tun, dass man unabhängig berichtet. Also ist eben so, und da verwischen ja die Grenzen ganz stark, beziehungsweise verwischen schon nicht mehr, sondern also auch eine vorherige Grenze, die möglicherweise da gewesen ist, dass sie halt mehr oder weniger unabhängig berichtet hat als Reisebloggerin, das wird dann völlig von der Werbung und von den dadurch verbundenen Zwängen aufgefressen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und sie ist jetzt auch raus, also bei Corona war halt nicht mehr viel mit Reisetätigkeit logischerweise, war vorher aber schon am Zweifeln, ob das für sie jetzt selbst der gute oder richtige Weg ist und hat dann auch noch, natürlich spricht dann auch nochmal an in dem längeren Bericht, dass natürlich dann auch durch diese, also dass man im Prinzip ja auch zum Beispiel nur solche Themen setzen soll und muss, die die meisten Menschen interessieren. Das sind eher so City-Trips oder eben Massentourismusziele. Und dann kommen natürlich dann die beliebten, auch bei Instagram dann immer wieder geposteten einschlägigen Hotspots, wo dann diese Selbstinszenierung und Kulisse kombiniert wird. Ja. Und das ist sagt aus ihrer Sicht halt einfach wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Und ja, wie gesagt, sie ist jetzt raus da, also sie reist jetzt auch wenig, beziehungsweise ganz anders und hat halt tatsächlich nur jetzt das Problem, dass sie sich wieder einen Job suchen muss. Ja. Tja. Ja, aber finde ich ja eigentlich immer, weil du sagtest, ich würde da so ausrasten oder so, ich finde es ja eigentlich mal eine erfrischende Wendung der Dinge, dass Leute auch mal sozusagen hinter die Kulissen schauen, weil genau so ist es ja auch und das meiste ist Fake, was man da sieht. Ne, auch irgendwie auf dem Fahrrad, tolle Berichte. Ja. Natürlich musst du dieses Leben irgendwie finanzieren durch Geldgeber und die haben auch eigene Interessen. Und das ist ganz schwierig, das ist eine Gratwanderung. Ich will das nicht sagen, dass alle Blogger so unterwegs sind. Manche sind vielleicht so groß, sie können vielleicht noch mehr selber bestimmen. Aber es ist wirklich schwierig, da noch die Spreu vom Weizen zu trennen. Und letztendlich ist der Reiseblogger auch nur der Paketbote der Tourismusindustrie. Ja, oder ein neuer Marketingarm, ja, schlicht und ergreifend. Ja, aber, ja. Das, aber wenn man dann so idealistisch unterwegs ist, jetzt wie die Frau, von der der Beef berichtet, dann kann man ja theoretisch, so rein theoretisch, ist vielleicht dann tatsächlich ein Zuschussgeschäft, man muss sich's leisten können. Aber dann könnte man ja theoretisch schon fast eine Marktlücke besetzen, nämlich wirklich einen unabhängigen, objektiven Reisebericht, Reiseführer, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, schreiben. Das ist ja, so ist sie ja gestartet, ne? Aber, ja. Aber sie sagt dann halt, irgendwann hat sie ihren Job aufgegeben, um quasi nur noch oder noch mehr reisen zu können. Ansonsten hat sie natürlich auch eingeschränktes Zeitbudget gehabt. Naja, wenn du das dann voll machst, dann musst du natürlich irgendwie sehen, wo die Kohle herkommt. Und das und dann gerätst du in diese Zwänge, die sie hier dann auch beschreibt und die ja, dann auch wette, das Problem da waren. Ich wette, sie hat auch ein Buch geschrieben, oder? Nee, das jetzt kommt noch gar nicht. Nein, wahrscheinlich kommt das dann noch, mein Leben danach. Aber ja. Naja, wie gesagt, ich fand es ja eigentlich, wir haben ja üblicherweise, dreschen wir ja immer auf diese Influencer ein und im Prinzip ja auch völlig zu Recht. Genau. Und nichtsdestotrotz fand ich es einfach mal ganz gut, wenn man den Feind mal kennt und sich mal ein bisschen einen Blick darauf wirft, wie das denn überhaupt abläuft. Genau. Und apropos bei dem Thema Eindreschen, ich will dich nicht unterbrechen, falls du da noch... Hast du aber schon. Noch, ja, dann red erstmal weiter. Nein, ich bin beleidigt. Noch, okay. Das ist auch unser Beef. Ja, gleich, ihr kocht schon. Komm, jetzt mach mal weiter. Wenn ich bis Ende der Sendung nicht mindestens 200 generiert habe, muss ich wieder... Ja, genau. Hier, wolltest du noch einen sammeln Link gehen? Platzieren? Ich habe schon geguckt, ob Pfandflaschen draußen liegen. Du hast noch die Seite. Komm, du hast da noch eine Seite. Ist so schwierig hier über die Busse. Ich habe keine Seite. Nee, ich habe einen anderen Artikel jetzt noch. Ach so, ja, mein Gott, dann sei doch jetzt nicht mal still und habt ihr heulen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Du, ich wollte doch gerade unserem Studiogast auch mal eine Bühne bereiten, weil ihr sagt, ihr schreibt ja mir immer zu, dass ich so der Influencer-Hasser bin. Und der Grund, warum der Adam Cartwright hier heute mitgekommen ist, ist unser Sonntagsfrühstück heute Morgen, wo ich sehr amüsiert feststellte, dass mein ältester Spross genauso steil geht auf Influencer, in dem Fall 12-jährige blonde Mädels, die da irgendwelche Halbwahrheiten ins Internet pusten. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz von unserem Gespräch heute Morgen berichten, weil ich fand das sehr lustig, weil das klang wie ich hier in diesem Podcast. Ja, ich war abgefuckt, weil ich habe das schon irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen so ein Meme oder ein Klischee, dass die sich am meisten aufregen, sei es jetzt über irgendwie, ich weiß nicht, Rassismus, Ungerechtigkeit in der Welt
moderne Sklaverei, ich weiß nicht, alles Mögliche, so Black Lives Matter, diese ganzen Sachen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die, die sich da am meisten aufregen, auch die sind, die am wenigsten davon mitbekommen, die am wenigsten Ahnung haben, aber einfach nur irgendwo auf Instagram oder Twitter irgendwie was davon lesen und dann sind die so, oh mein Gott, ja, LGBTQ+ muss unterstützt werden, oh ja, Black Lives Matter. Und das sind halt in meinem Beispiel meistens irgendwelche 12-jährigen Mädchen, die irgendwelche 12-jährigen weißen, am besten noch blonden Mädchen, die noch nie in ihrem Leben irgendwie Diskriminierung erfahren haben, hier in Deutschland aufgewachsen sind, in einer reichen Familie. Und dann sind die mit ihrem iPhone 12 da irgendwie auf Twitter und lesen dann irgendwie, oh mein Gott, die Kinder in Afrika. Und dann sind die so, ja, oh mein Gott, die Kinder in Afrika, ich fühl das so. Ich kann so verstehen, wie die sich diskriminiert fühlen müssen und sowas. Und das ist da irgendwie sowas, was mich persönlich dann wiederum aufregt, weil ich denke mir so, ich meine, die haben ja noch weniger Ahnung als wir alle zusammen hier. Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass irgendeiner von uns hier irgendwie eine ernsthafte Ahnung hat von irgendwelchen Ungerechtigkeiten auf der Welt. Aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass die es am meisten interessiert, die am meisten irgendwie, ja, ich weiß nicht, einfach am meisten die Moralapostel spielen, sind dann diejenigen, die am wenigsten Ahnung haben. Oder auch... Ja, wahrscheinlich, weil das halt Themen sind, das hatten wir ja gesagt, weil das Themen sind, die gefragt sind, wo du Klicks und so weiter kriegst. Ne? Das Ganze, ich will ja nicht für alle unterstellen, aber... Ich habe immer so das Gefühl, das Ganze ist größtenteils auch so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, auch so erst einmal so eine Selbstfindungssache, so eine Charaktersache, dass man irgendwie so für Sachen in der Welt stehen will natürlich. Vor allem jetzt so in so einem jungen Alter, da hat man ja so, ich weiß nicht, man will ja logischerweise für irgendwas stehen, man will ja irgendwas haben, was einen auszeichnet. Und dann machen die halt so einen auf über krassen Gerechtigkeitssinn. Ich meine, prinzipiell ist es ja nicht schlecht, sich für sowas zu interessieren. Das Problem wird dann halt nur, wenn die einen dann abfacken, weil man irgendwie, ich weiß nicht, für teilweise solche Kleinigkeiten wie irgendwie, oh mein Gott, mach doch nicht das, das ist voll respektlos, obwohl die gar keine Ahnung haben, was wirklich respektlos ist. Das ist halt so der ja, Punkt es dahinter. Es ist wahrscheinlich eine zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite verstehe ich den Punkt, den du ansprichst. Es ist nicht unproblematisch, wenn Leute vermeintlich anderen Leuten beispringen wollen, in puncto zum Beispiel, weiß nicht, Diskriminierung und selber so überhaupt gar keinen Schimmer von der Sache haben, weil man da dann auch mal schnell dann das Gegenteil von Solidarität oder Ähnlichem erreicht und auch häufig ganz ungewollt vielleicht die Leute sogar, die mit denen man eigentlich helfen will, verletzt. Eben gerade, weil man keinen Schimmer hat. Und die andere Geschichte ist natürlich mit den 12-Jährigen, das ist ein Punkt, glaube ich, was du ansprichst und da muss man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein. Du sagst ja selbst, man sucht in dem Alter eben auch Dinge, mit denen man sich auch auszeichnet, mit denen man sich vielleicht von anderen abhebt. Man ist in dem Alter ja auch so ein bisschen auf Suche nach seiner Individualität, nach seiner Position in der Welt, in der Politik und so weiter. Und die findest du natürlich auch nur, wenn du irgendwie, sag ich mal, irgendwann loslegst und irgendwann den Mund aufmachst, sei es bei Friday for Futures mitmarschierst oder dagegen bist. Das sind Dinge, häufig sind es natürlich junge Leute, die naturgemäß aufgrund ihres jungen Alters eben noch nicht die Lebenserfahrung haben, um tiefgehend über diese Themen sprechen zu können. Aber es sind natürlich auch die Menschen, die dann, sage ich mal, ihre Position suchen und denen man das auch irgendwie zugestehen muss. Ne? Ja, hinzu kommt halt, dass heutzutage die 12-Jährigen halt im Internet sind und früher, unser einer hatte ja einfach mit 12 kein Internet. Und so wie die dann heute irgendwie wie so ein in den Schuh getretenen Haufen ihre Selbstfindung durchs Internet breittreten, das haben wir ja möglicherweise auch getan, nur halt nicht im Internet. Ja? Mit anderen Worten, unsere Peinlichkeiten wurden halt nicht dokumentiert. Ja, das ist genau das, was wir hier schon waren. Vielleicht auch halt gegen Bühne, Dinge. Ja, man kann eine Bühne haben heutzutage, das, ganz einfach. Das ist ja unterhalb der Nachbarschwelle. Wobei man ja auch mit dieser Bühne immer dann auch drüber nachdenken muss, wie lang anhaltend oder nachhaltig dann auch solche
Posts oder was auch immer dann sind. Also ist das dann genauso schnell auch wieder vergessen von der Zielgruppe? Weil ich denke, es gibt jetzt eine überschaubare Menge von, ich sag mal, 35-Jährigen, die sich jetzt irgendwelche Podcasts von 12-Jährigen anhören und oder irgendwelche oder Instagram-Posts und was auch immer. Und dann denke ich mir halt, ist dann das Thema auch genauso schnell wieder durch, wie es aufgepoppt ist. Das würde ich jetzt auch vermuten, dass dann schon eine extreme Durchsatzrate ist. Das ist halt, finde ich, das ist ja, ich meine, das ist letztendlich klar, dass das so einer von den, ich sag mal, großen Gefahren ist, die sowas wie Social Media, diese ganzen neuen Medien, dieses ganze Zeitalter eben mit sich bringt, ist eben, dass jeder einfach alles rausposaunen kann und eben seine Bühne dazu hat. Es gibt ja auch das genaue Gegenteil, also das gegenteilige Extrembeispiel, das sind vielleicht irgendwelche Leute, die, ich weiß nicht, vielleicht in einem ähnlichen Alter, ich meine, das muss jetzt ja nicht nur 12 sein, das ist ja, das kann man ja auch gar nicht so verallgemeinern, aber halt generell Leute, die keine Ahnung haben über das gesamte Thema und dann halt auf der anderen Seite irgendwie extreme Witze darüber machen, irgendwie sagen, ja, schwarzer Humor hat für mich keine Grenzen oder sowas und eben denken, sie könnten dann irgendwie alles sagen und über alles Witze machen, weil es ja sowieso anonym ist im Internet. Das ist ja auch wiederum eine Extreme und... Ja, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, dass du nicht das Business Model dieses Podcasts hier zerstörst. Aber ja, aber okay, ja, okay. Ahnungsfreie Monologe ist ja quasi auch so mein Steckenpferd. Aber was das auch das Thema nochmal angeht, auch mit den, ob das nicht riskant ist, dass die Nachrichten dann so ein bisschen, wenn es dann jeder rausposaunt oder dass dann viele Nachrichten... Ja, aber das ist natürlich auf der anderen, auf der, ich sag mal, rohen Ebene genauso, ne? Also die Nachrichten werden, also jede Nachricht wird ja auch auf vielen Kanälen beliebig oft durchgekaut und immer wieder wiederholt, also unabhängig jetzt vom Medium. Dadurch wird es auch weder besser noch schlechter. Also wird halt einfach dann auch nur beliebig durchgenudelt und irgendwann ist er dann halt weg. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem des Ganzen, dass sich so ein bisschen selber frisst dann auch, ne? Dazu durchgenudelt habe ich genau wie denen auch das Bier, ne? Ja. Das trifft sich. Ich habe zufällig hier in meiner... Eine Packung Nudeln. Ja, in meiner Bauchtasche habe ich noch... So, pass auf, ich war wieder bei Aldi. Bauchtasche, Handgewerbt. Eine krasse Drogendealer-Bauchtasche. So, einfach. Wir haben hier Golden Ale, Baltic Porter, India Pale Ale und das war's. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was jeder will, ne? Da sind Frauen in unterschiedlichen Bekleidungsstufen auf den Flaschen. Also ich weiß auch nicht. Da vielleicht reden wir gleich über diese Dosen mal. Aber ich gebe jetzt einfach mal zwei rüber. Ja, ich glaube, wir teilen uns eine. Der Sommer kriegt die Sommer-Variante. Sommer ist wieder wach, ja? So, jetzt kommt noch eine Schwarze. Dann teilt euch die dreimal auf. Nee, das reicht, glaube ich. Golden Ale, India Pale Ale. Ja, komm, wir nehmen hier den Matrosen mal darüber. Porter. Erstmal gucken. Wir nehmen die hawaiianische. Obwohl vielleicht lieber was Leichtes. Also vom Fusel her ist es dasselbe. Ist auch übrigens noch recht kalt, wie ich hier sehe. Aber die umweltfreundliche Alu-Dose, die sieht schon mal cool aus. Die ist super, die Alu-Dose. Ja. Ich bin leicht erschüttert. Also wie gesagt, ich habe das hier bei einem großen, zweigeteilten deutschen Discounter gekauft. Und lese jetzt hier am Kopf der Dose direkt was von rassiges Porter und da ist da so eine Tante drauf mit Frisur. Werbung machen, ne? Wir machen die ganze Zeit Schleichwerbung für Bier, nur dass wir nichts dafür kriegen. Die Marken sagen wir immer nur, wenn es scheiße ist. Was ist das denn jetzt hier? Das ist Porter, wenn es scheiße ist. Das ist, da steht drauf irgendwie Reaper B. Was zum Teufel ist das? Wir haben auch Reaper B. Das ist, Reeperbahn, das ist ganz offensichtlich, ist das ein Astra-Abklatsch. In love with German beer, steht hier. Indian Pale Ale in love with German beer. Das ist interessant. In Mönchengladbach abgefüllt. Ja, ja hier. Der Sommer steht schon auf. Der Sommer schmeißt gerade die Dose. Prollo, du bist in Wurf. Du bist echt ein Verkäufertyp. Du wirst in Wurf weiter, Prollo, wollte ich nur sagen. Aber guckt mal hier auch, von wem das abgefüllt wurde. Und zwar Reapana oder Reapbana GmbH. Also das ist irgendwie ja schon in Anlehnung an Reeperbahn irgendwie. Ja, ja. Ja, das ist ja hier schon bei dem Spruch. Moin, ihr Landratten, sündiges Craftbier gefällig. Bunt und weltoffen bringen dich unsere Reaper B-Girls auf neuen Kurs. Zeig mal. Also ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen billig. Das ist extrem billig, weil meins geht jetzt hier noch weiter mit unser rassiges Porter fackelt nicht. Ist das vollmundig jetzt, kastanienfarben und obergärig gebraut? Ist das denn jetzt schon eine sexistische Dose?
Also billig habe ich nicht gesagt. Meine nicht. Also bei mir ist so eine hawaiianische Schönheit drauf. Das ist jetzt, wenn dann rassistisch, aber warum auch? Da fängt er mit irgendwelchen dänischen Zwingerclubs an, ist jetzt zimperlich. Ja. Ja, unsere Reaper B-Girls bringen euch auf neuen Kurs. Aha. Und dann ist da so eine knapp bekleidete Frau mit Kapitänsmütze, die sich hier vor so einem Bullauge räkelt. Naja. Na komm. Schauen wir mal. Nicht lang schnacken, Kopi nacken. Mal gucken. Im Übrigen, San Miguel hat sehr gut geschmeckt, Sommer. Ja. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Und da waren noch keine schwachsinnigen Sprüche drauf. Nee, das kann man ihm auf jeden Fall so gut halten. Kennt man ja wahrscheinlich so vom Äußeren. Ansonsten Foto in den Shownotes. Also ich finde das Getränk an sich jetzt auch nicht schlecht. Ja, man hätte sich die Schachtel vielleicht sparen sollen. Weil so viele Varianten von Porter gibt es im Aldi jetzt auch nicht, dass man sich da irgendwie über die Markenbilder abheben müssen. Ja, wir haben ja India Pale Ale, also Pale Ale Variante und IPA, exotisches IPA. Und das ist schön, schön bitter, muss ich sagen. Also es ist nicht mein Favorite grundsätzlich überhaupt, dieses Pale Ale oder Craft Beer, aber das ist schon echt okay. Ja, das ist ganz gut. Gut, aber genug vom Saufen. Soll ich euch nochmal ein bisschen betroffen machen? Gerne. Mach jetzt mal ein bisschen betroffen. Ich mache euch mal richtig betroffen, weil das habe ich ja sogar ausgedruckt. Da muss ich gar nicht hier zu meinem Tablet greifen. Und zwar, in der Antarktis ist jetzt, das hat man von der ESA, der Raumstation ESA aus, überhaupt nur feststellen können, vor kurzem der größte Eisberg der Welt abgebrochen. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist jetzt eine recht simple Geschichte eigentlich, da wird auch so ein bisschen beschrieben, wie das so ist mit den Eisbergen. Wir sind hier in der Weddell Sea am Südpol und da gibt es sogenannte Nebenmeere, so steht das hier, und eins davon ist das Weddell-Meer oder Randmeere des südlichen Ozeans, und da ist auch eben das Weddell-Meer. Und das ist das größte dieser 14 Randmeere, und im Weddell-Meer, einem sehr abgelegenen Meer, was man sonst so auch touristisch nicht wirklich erschließt in der Antarktis, da ist vor einiger Zeit ein Eisberg, wie gesagt, abgebrochen, der 4320 Quadratkilometer groß ist. Wie viel ist das in Saarländern? Das wahrscheinlich ist wahrscheinlich diverse Saarländer. Auf jeden Fall ist es größer als Mallorca, um das mal sich so vorzustellen. Also da streibt jetzt ein Eisberg durch die Südsee, der größer ist als die ganze Insel Mallorca. Er ist schmaler, aber er ist dafür auch länger, in Summe eben mehr. Und damit der größte Eisberg, der da jetzt so rumtreibt. Und das ist total krass. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, ne, früher als Kind habe ich auch immer gedacht, die Inseln schwimmen. Das, was ja nicht stimmt, aber so ein Eisberg, der schwimmt da jetzt durch die Südsee. Und die sind dann teilweise, wie es hier steht, jahrelang unterwegs, ehe sie abschmelzen. Und das ist ja wahrscheinlich auch ganz schön viel Wasser, was dann da geschmolzen wird. War das denn, ich will jetzt deine Recherchefähigkeiten nicht unnötig testen, aber war das, also schwamm der schon vorher rum, oder war das so ein Eisteil, der tatsächlich auf Land ist? Weil das Problem am Südpol ist ja generell, dass das halt Landmassen sind und alles, was da so runterkommt an Eis, das ja teilweise bis tausende Meter hoch ist, erhöht halt den Meeresspiegel. Ja, wenn das jetzt schon vorher rumschwimmt, wir wissen ja, ne, Eis verdrängt immer nur so viel Wasser. Ja. Also so wie ich es verstanden habe, war das schon mit dem Festland verbunden, aber das ist hier Teil dieses Ronne Ice Shelf, also schon eine Eisscholle, die grundsätzlich fest mit dem dann irgendwo vorhandenen Boden verbunden ist, aber das ist jetzt halt abgebrochen. Ne? Ob das jetzt für eine wahnsinnige Erhöhung gesorgt hat, weiß ich nicht, aber es schmilzt halt auf Dauer und treibt da jetzt durch die Gegend. Und ich hatte mal so ein lustiges Taschenbuch gelesen, wo der Dagobert sich nämlich auch irgendwie so einen Eisberg hat bauen lassen mit Landeplatz und allem. Mhm. Ja, das ist für sich genommen vielleicht noch ein kleinen Fun-Fact oder ein kleinen, ist eher so Nerd-Fact, muss ich sagen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass so Eisteile da abbrechen. Da wachsen quasi auch theoretisch neue nach. Aber eben die Geschwindigkeit und die Größe dieser abbrechenden Eisteile ist halt alarmierend. Die haben gemessen, dass in den letzten 50 Jahren in dieser Gegend sich das Klima um 3 Grad durchschnittlich erhöht hat. Das sorgt halt für diese Veränderung. Und der Nerd-Fact ist, dass man dieses Abbrechen der Eisschollen Kalben nennt.
Kalben, also als ob du so einen Kalb kriegst oder so. Ne? Das Kalb, der Eisberg oder die Eisscholle im Eisberg ab. Ja. Wie auch immer, Eisabbrüche. Und das wird halt immer rasanter und deswegen plädieren wir hier in unseren Dieselbussen für mehr Nachhaltigkeit und ökologische Klimaziele, die wir auch gerne mit einhalten. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich finde es krass. Also ich finde ja, es, wenn man das so liest in Relation, ja, das, ne? es ist absolut krass und jetzt auch unabhängig von der Frage, die der Prollo aufgeworfen hat, irgendwie ich hab die Frage auch ehrlich gesagt nicht ganz kapiert, ja, ob es jetzt irgendwie vom Festland da abgebrochen ist oder wie auch immer. Er hat sich so vorgestellt, das sackt halt dann da so ein und verdrängt dann natürlich Wasser nochmal zusätzlich. Ja, ein Eisberg, der hat ja den größten Teil unter Wasser, ist klar, und dann schmilzt halt das von oben nach. Also ganz unabhängig davon, wie viel also hier bei uns im Bus wird gerade herzhaft gelacht. Aber ja, im Bus und ganz ist auch egal, wie, gut, ja. ob du durch diesen Mallorca großen Eisberg jetzt 0,05 Millimeter Meeresspiegelerhöhung hast, das, wofür es steht, das ist ja das, das Dramatische. Ne? Also, ja, es läppert sich halt auch. Ja, es läppert sich, genau. Also deswegen fand ich jetzt, du kannst ja mal, wenn du da so Experte bist, das ja mal ausrechnen, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich finde, wie der Ben Cartwright schon sagt, ist einfach ein dramatisches Bild. Ja? Es steht ja für was. Und das ist, also ich glaube, es gibt ja tatsächlich immer noch viele, also ich lese ja so wie ihr auch schon für den Podcast, aber auch unabhängig davon alles Mögliche im Internet und auf welt.de bin ich auch immer mal gern unterwegs. Die haben tolle Wissensbereiche und so weiter. Es ist echt sehr lesenswert, aber was ich überhaupt nicht lesenswert finde, da ist noch eine, bei den Chefredakteur auch, eine unglaubliche Ignoranz, was den Klimaschutz angeht. Also für jemanden, der sich nicht viel aufregen möchte und das Klima schützen möchte, der sollte da nicht so viel lesen. Aber ich glaube, wenn ich das immer lese, dann denke ich immer, man müsste wirklich mal diese ganzen Ignoranten, das muss man alles dokumentieren für die Generationen, die nach uns kommen, die armen Schweine, die dann wirklich den Klimawandel ausbaden müssen. Ja, jetzt habe ich wirklich noch einen Fun Fact hier entdeckt auf dem Bild, dass bei diesem Artikel Spiegel Online ist der Herausgeber enthalten ist. Der Eisberg 4320 Quadratkilometer wird begleitet oder so ein bisschen in Nähe auf dem Satellitenbild ist ein zweiter Eisberg zu sehen, 3640 Quadratmeter, und der heißt tatsächlich Mallorca, aber so wie es ein Deutscher spricht. M-A-J-O-R-C-A, Mallorca. Also eigentlich müssten sie das Teil ja jetzt umtaufen, aber damit bin ich aber auch durch mit dem herrlichen Teil. Tja, dann alle 12-Jährigen, die gerade zuhören, bitte aufregen jetzt. Ja. 12-jährige blonde Mädels, das ist euer Einsatz. Ja, ja. Nee, komm. Ja, komm, ja. Junge, so. Blonde Mädels, da hätte ich was. Ach so, ansonsten, ich hätte was zum Eis gehabt, aber mach du. Dann, ich meine es auch kurz, also das ist, und ich möchte jetzt mal, das ist einfach nur eine schöne, rührende Geschichte. Also mal was ganz anderes irgendwie. Also jetzt keine zynische Verbrämung oder sonst irgendwas, sondern einfach nette Geschichte. Genau, also wie stellt man sich eine typische Schülerschaft einer Kosmetikschule vor, wird hier direkt gefragt im ersten Satz. Wird auch beantwortet, weiblich, herausgeputzt und jung. Das wären so die drei wesentlichen Attribute, die hier genannt werden. Ist sicherlich auch am Klischee dran. Ja, und in Kanada ist es jetzt tatsächlich so, da hat sich jetzt ein 79-jähriger Rentner an der Kosmetikschule angemeldet. Und das hat einfach einen rührenden Hintergrund. Seine Frau, die mit der er noch verheiratet ist seit 50 Jahren, da möchte er einfach lernen, wie er ihr das Haar stylt. Einfach weil sie das selbst nicht mehr kann aufgrund einer Sehbehinderung, kriegt sie die Haare nicht mehr, sondern hat sich dann mit dem Lockenstab dann auch die Haare teilweise verbrannt selber etc. Und da hat er den Schluss gezogen, okay, dann muss ich das jetzt wohl machen und dann muss ich das lernen. Und dann hat er sich mit knapp 80 an der Kosmetikschule angemeldet im kanadischen Alberta und möchte das Ganze jetzt lernen. Auch Schminken und Wimperntusche auftragen, damit er das quasi für seine Frau erledigen kann, die das selber nicht mehr kann. Ist das nicht nett?
Oh. Ganz, ja, Taschentücher zücken. Ja. Oh, ist das schön. Hast du gerade gefurzt? Ich muss ja zugeben, dass ich den beim ersten Halbsatz für so einen Perversen gehalten habe, ja, der sich da irgendwie... Aber gut, nee, das ist wirklich sehr, sehr romantisch. Ja, siehst du. Also, genau, so, wieder, jetzt ist die Laune wieder gut. Wir hatten doch zuletzt auch so einen älteren Herrn, der sich Computerspiele selbst beigebracht hat. Ja, genau. Oder ja, sich die PlayStation hat machen lassen. Genau. Ich meine, ja, rührige ältere Herrschaften und Tiere sind ja eigentlich auch immer, geht immer, ziehen, ne? Ja, halt immer. Ja. Wir finden, das geht immer. Ich finde, neben dem Quickie zum Schluss sollten wir auch mal so eine Kategorie alte Leute einführen. Ja, die sind, glaube ich, teilweise ganz witzig. Ja, und die sind unterrepräsentiert, da, ja, hast du recht. Mhm. In diesem Land sind sie nicht unterrepräsentiert. Ja, das wäre schade, wenn wir sagen. Aber in diesem Podcast. Diese Podcast mag das sein. Also ich bin doch ständig da irgendwie, ja, mit älteren Herrschaften, aber unterwegs. Hier, in diesem Land wird nur für ältere, also für alte Menschen wird hier Politik und Sonstiges gemacht. Also da bitte in ich Deutschland jetzt mal, meinst du? Ja, ja, fühle ich. Das ist tatsächlich so. Also und die haben nur noch die wenigsten Jahre was davon. Das ist jetzt ein bisschen böse. Ja. Es ist böse, aber es ist true, ganz, yes, ehrlich. Ja, mein lieber Sohn, du zahlst die Rechnung. Das ist schon mal auf jeden, naja, Fall klar. Danke, Leute, ne, für die Erde, die ihr mir hinterlässt, die dann. Genau. Ja, danke für nichts, müsstest du eigentlich sagen. Danke, ne, für nichts. Sag, ja, ich ja auch. Das sag ich ja gerade auch. Was ist ja gemeint? Aber du bist bestimmt zu Fuß jetzt hergekommen, oder? Das, ja, habe ich mir übrigens auch vorgenommen. Wenn sich das erste Kind drüber aufregt, hier über Diesel und so und überhaupt, dann gibt es nur noch Hirse und Fahrrad. Ja, dann wird nicht mehr im Bus rumgefahren und Steak gegessen, dann kann das Kind nämlich Hirse essen und zu Fuß gehen. Ich meine, so öffentliche Verkehrsmittel sind ja sogar noch gut, verhältnismäßig. Ja, jetzt vielleicht auch im letzten Jahr gerade nicht so ideal, aber die sind ja auch wieder im Kommen. Ja, habe ich gehört. Weil ich tatsächlich jetzt eine relativ aktuelle Studie von der Charité, dass also das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen nicht höher ist als im Supermarkt oder sonst wo an öffentlichen Plätzen auch. Warum, ist auch, warum so auch? Also ich meine, im Supermarkt, da finde ich, ist das teilweise ein Gedränge und Geschiebe. Ja, da ist es auch nicht besonders hoch, aber es ist halt tatsächlich, es ist einfach ein minimalstes Risiko. Also insofern... Ja, wir hatten ja anfangs mal noch so eine Phase, wo man irgendwie von Nachverfolgung faselte. Das ist jetzt irgendwie über die Monate völlig abhanden gekommen. Ja? Da spielt es vielleicht noch eine Rolle, ob ich den Typ noch finde, den ich da infiziert habe. Im Supermarkt ist das vielleicht noch ein klein wenig leichter. Aber im Grunde, man sitzt ja so für sich. Ja, ich sag mal so, das ist doch mit dem Bus und der Bahn auch, das hängt ja auch dann damit zusammen, dass mittlerweile, wenn ich die Straßenbahn bei uns sehe, die ist halt auch nur noch zu 20% ausgelastet. Wenn aber dann morgens Schulbusse so voll sind, wie man das eben auch aus normalen Zeiten kennt, wo dann jeder eng an eng steht, dann ist das, glaube ich, ein ganz anderes Risiko als in einer mehr als halbleeren Straßenbahn. Also das ich sag mal so, da, ne, muss man auch irgendwie mal gucken, was man da zugrunde legt, solchen Überlegungen. Ja. Und im Supermarkt zum Beispiel, da habe ich dann die Einkaufswagen, mit denen reduziere ich dann, das rechnen die irgendwie aus, die Leute, die da reinkommen, und dann hast du theoretisch auch keinen überfüllten Supermarkt. Also ich bin noch nie im Aldi oder im Rewe gewesen, der so voll war wie in einem Bus damals, Linie 600, weiß nicht wie viel, oder 529, wo du mit deinem Kopf im Achselschweiß vom Nachbarn steckst. Ja, ja gut, also, weil zum Beispiel der Achselschweiß gar nicht zwingend ansteckend ist. Aber, ja, Belüftung, boah, ist aber genau das Thema. Ja, der Supermarkt ist ja allein schon durch die räumlichen Maße recht gut durchlüftet. Und in der Straßenbahn, wer schon mal im Sommer Straßenbahn gefahren ist hier, weiß, da ist frische Luft Mangelware. Also das, ja, ist tatsächlich ein Thema. Das tatsächlich ja aktuell, glaube ich, eher so ist, dass da die Fenster alle auf sind, eben aufgrund dieser, ja, Belüftungsvorgaben. Ja, meistens zumindest. Genau. Und was diese Schulbusse angeht, ja, das mag sicherlich sein, dass die Schulbusse voll sind, aber die Klassen ja dann auch. Also ich meine, die Schüler sitzen ja danach auch in den nicht mit irgendwelchen Belüftungsgeräten oder sonst wie ausgestatteten Klassenräumen. Haben also wir zufällig einen Schüler hier anwesend? Ja. Ist, sag mal, wie ist ein das hier mit gegenseitig testen? Das ist doch für den Arsch, oder? Was, nee, testen? Nase. Die testen in der Schule, ja, die Schnelltests, die wir da machen. Ja. Naja, die Sache ist halt, wir setzen uns an den Raum, normale Sitzordnung, alle ziehen ihre Maske runter und fangen an, mit dem Teil in ihrer Nase rumzupulen. Und dann sagt einer, ich bin positiv, Leute, ich bin positiv. Nachdem alle ihre Maske unten hatten und sich gerade getestet haben. Ja, also, dann war ja, das okay, ja du nur ein Scherz, Hause, die anderen, ne? Bleiben ist hier. Ja, immer dabei, der dann zum 10. Mal diesen Scherz reißt. Nein, aber ich meine jetzt, das war jetzt so rein hypothetisch. Hm. Ich meine, wenn man da mal drüber nachdenkt, wir müssen, die Lehrer, die schreien uns an, wenn wir einmal unsere Maske irgendwie unten haben kurz, was ja auch verständlich ist, das ist ja auch richtig so. Aber dann auf der anderen Seite setzen wir uns alle in den Klassenraum, am besten noch mit geschlossenen Fenstern und Türen und ziehen alle einfach mal schön für
eine Viertelstunde unsere Maske runter, um dann diesen Test zu machen. Ja gut, da muss man das aber cleverer organisieren. Das ist ja jetzt kein Problem von dem Schnelltest, sondern ein Problem von dem, der es organisiert. Dann muss es halt besser organisieren. Das muss halt schneller gehen. Also habt ihr in der Schule nie Schwimmen gehabt? Also da geht es doch auch, dass man zügig die Badesachen wechselt, ohne dass hier groß irgendwas raushängt. Ja, das ist doch eigentlich in dem Alter möglich. Und nach dem Baden direkt unter die Dusche und nicht noch nass rumstehen. Ja, gut. Ja, Prollo. Du nicht, oder was? Was? Du bist direkt mit dem schönen Chlorwasser direkt in die trockene, nicht mal abgetrocknet, direkt in die Klamotten rein, oder? Ja, ich bin quasi im... Schön auch den Fußpilz mitgenommen in die Schuhe. Ich bin mal in Frankreich aus einem Schwimmbad geflogen, weil ich diese normalen Schwimmshorts anhatte. Und ich habe das da nicht so ernst genommen. Die legen da Wert darauf, weil die Leute teilweise das als Unterhose haben, wollen die per se nicht mehr im Schwimmbad sehen. Und ich... hatte dann die Wahl, mir irgendwie zu gehen oder so eine Leitanga anzuziehen. Sehr schön. Ich habe noch einen Tripper danach. Und was hast du gewählt? Tripper. Naja, ich sag mal so, der war schon ein bisschen eng, aber war okay. Ja, immerhin. Ja, Sachen gibt's. Bilder. Ja. So. Ja, wenn es dann kneift. So, also ich hab mein Pale Ale leer. Ich würde noch ein bisschen was verteilen können, aber ich glaube, ihr schlürft hier nebenan noch, ne? Ja. Ich hätte noch ein polnisches Spezialgetränk im Glas. Oh. Ich kann das auch wohl dosiert rüberreichen. Ich muss noch Taxi fahren. Hast du eigentlich heute unseren Spezialalarm, unser neues Tool hier eingestellt? Ja, natürlich. Aber heute kommen wir vielleicht nicht aus dem Pushen, keine Ahnung. Wir haben noch Zeit. Ja, super, dann mach du doch dein Spezialgetränk fertig und ich erzähle gerade, was ich eigentlich zum Thema Eis bringen wollte. Allerdings passt es nicht so ganz. Aber möchtest du denn noch einen Schluck Spezialgetränk? Sag mal. Ja, einen Schluck nehme ich. Womser Pilsner aus Pollen. Ja, komm, einen Schluck nehme ich. Ich habe hier das Ale noch nicht alle, aber ist ja egal. Genießer trinken durch. Komm, das geben wir den Hasen dann. Also zum Thema Eis fiel mir hier nur ein Beitrag ein, den ich hier noch rausgekramt habe. Die Hertha und Berlin, was fällt euch dazu ein? Gar die Hertha nichts. Und Berlin, da fällt mir der Investor Windhorst ein, der Windhund. Ja. Der Windhund, ja. Und es fällt mir ein riesengroßes Olympiastadion. Weißt du, fällt mir ein. Habt ihr eigentlich nur Fußball im Kopf? Was ja, aber die Hertha aus Berlin, was soll denn denn da einfallen? Was seid ihr für Pflaumen, da fällt mir noch ein, dass sie einen Bären haben, der Herr Tinio heißt, wo die eigenen Fans den mal mit den Worten Bär, du Fotze, Bär, du Fotze aus der Fantribüne vertrieben haben. Das fand ich cool, aber ansonsten fällt mir Fußball, ey, ihr redet nur über Fußball. Du hast doch nach Hertha gefragt. Ja, natürlich, aber es geht doch um die Eisbären-Hertha in Berlin. Eisbären-Hertha, die heißt noch nicht Eisbären-Hertha, das sind Nein. Eisbären. Hertha ist doch eine Wurst, oder? Der Berliner ist Wurst. Zoo. Ist was für dich. Der Berliner der Tierpark. Berliner hier, sag mal, jetzt lässt du auch den Adam hier verhungern, wie sonst den Beef, das ist echt, also das ist der Beweis, Beef, es ist nichts Persönliches. Ja, es hat Tradition. Sagen wir es Ignoranz. Doch, das ist meine Ignoranz. Hat's vertan. Also, im Berliner Tierpark gibt es eine Eisbärin, eine Junge, die heißt Hertha, so. Und jetzt haben sie totales Drama. Sie haben jetzt rausgefunden, schnallt euch an, haltet euch bitte echt fest jetzt, Achtung. Ich mag es kaum sagen, aber... Das ist ein Junge. Nee, also sie ist das Ergebnis von Inzucht. Das ist so dramatisch. Hat sie einen Buckel? Ich ziehe jetzt keine Vergleiche zu Hertha, dem Fußballverein. Hat da einer was mit den Formularen vertauscht? Normalerweise sind die Zootiere doch immer schön durchregistriert. Ja, Prollo, Mensch, du führst uns ja, richtig ich weiß auf Bescheid. Die richtige Fährte. Ich lese nämlich im Zoo immer diese Plaketten am Käfig und nicht immer nur hier Fütterchen und so. Ja, also die kommt wohl irgendwie, die Eisbärenmutter Tonja, ja, die ist irgendwie im Zoo in Moskau und da haben sie wohl im Jahr 2009 bei der Geburt falsche Papiere der zugeordnet. Und daraus ist dann eben, oder daher ist dann eben nicht aufgefallen, dass die Eltern eben Geschwister waren. Und jetzt ist, wie gesagt, das Jammern groß. Wer sagt das hier? Der Direktor Knieriem heißt er, glaube ich. Für die verantwortungsvolle Arbeit des Erhaltungszuchtprogramms ist dieser folgenschwere Fehler ein sehr bedauerlicher Rückschlag. Und die darf jetzt nämlich auch keinen Nachwuchs kriegen.
die arme Eisbärin, die junge Hertha. Und das führt auch irgendwie jetzt, die bringt auch wieder die Tierschützer, den Deutschen Tierschutzbund auf den Plan. Der James Brückner, der Leiter des Artenschutzreferats beim Deutschen Tierschutzbund, der sagt, das sei ein Desaster für die ohnehin fragwürdigen Zuchtbemühungen für Eisbären und fordert, dass man das aufgrund des eben geringen Genpools, der eben zur Zucht nur vorhanden ist, dass man das eben komplett einstellt. Aber dann sterben die doch aus. Im Zoo, ja. Und das ist jetzt, wir haben es ja jetzt so ein bisschen, und ich auch, humoristisch eingeleitet, aber man kann ja darüber auch tatsächlich eine ernste Diskussion führen. Inwiefern ist es denn, das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steht, inwiefern ist es denn nötig, sinnvoll, wichtig, Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, in Zoos in Europa, wo auch immer auf der Welt, wo sie eigentlich gar nicht leben, zu züchten, zu erhalten, Zuschauern, Kindern und so weiter zugänglich zu machen. Was meint ihr dazu? Also ich habe es ja nicht so mit Kindern, aber ich glaube allein schon, es gibt ja auch die Bemühungen, dass man die irgendwie, wenn die sich dann ein bisschen vermehrt haben, wieder auswildert. Ja, also das finde ich schon durchaus ein sinnvolles Vorgehen. Ja, aber doch nicht Zootiere. Aber jetzt so Angaffen. Ja, weiß da ich nicht. Kommt da deine Antarktis aus der Ecke? Ich weiß es ja nicht. Hertha. Ich zieh dir ab, wa? Ja gut, die Hertha, die hat es dann schwer. Aber hat denn die Hertha jetzt irgendwie einen Gendefekt durch diese Inzucht oder ist es jetzt einfach nur, dass man das prophylaktisch sagt, besser nicht weiterverteilen? Ja, die ist halt Instagrammer geworden. Also ich glaube, also für sie bedeutet das nichts, das steht hier drin. Also das für die arme Hertha ist letztlich die Konsequenz nur, dass sie keinen Nachwuchs haben wird. Mhm. Also ansonsten hat die keine Konsequenzen zu befürchten, keine Behinderung oder ähnliches. Aber man macht es halt sicherheitshalber dann nicht weiter, das Zuchtprogramm. Und das ist halt wohl, es ist anscheinend so, dass Eisbären so knapp sind, sage ich das jetzt mal, in dieser Zoo-Welt, dass man sich ohnehin schon weltweit vernetzt, um so eine Zucht aufzubauen. Und dass da dann eben, selbst wenn man mit Moskau zusammenarbeitet, ist irgendwie passiert, dass da so eine Inzucht passiert und der Nachwuchs. Das ist vor allem richtig tragisch, sag mal, weil Berlin, da fällt mir ein, war das nicht auch in Berlin der kleine Eisbär Knut oder so? Oder nee, Knut ist aus dem Fernsehen, aber da gab es auch diesen kleinen, drolligen Eisbären, der Bild so viel vor 15 Jahren, und der ist dann auch gestorben, wo der Tierpfleger, der auch inzwischen gestorben ist. Hieß der nicht Knut tatsächlich? Ich glaube auch, also vielleicht verwechselt, es gibt auch, glaube ich, Knut, gibt es doch nicht auch eine Fernsehserie? Oder nee, der heißt anders, ne? Aber jedenfalls, nee, der heißt Lars. Im Fernsehen, der heißt Lars, ja, danke. Nicht und in noch. Berlin, der hieß Knut, und dann ist der Tierpfleger, ist dann irgendwann an Krebs gestorben, der ihn sehr persönlich mit der Flasche aufgezogen hat. Und dann ist, glaube ich, dieser Knut-Eisbär nicht wegen gebrochenem Herzen, sondern an einem anderen Grund auch verstorben. Der hat es auch nicht geschafft. Und jetzt haben die wieder so einen Volltreffer da gelandet. Also dieses Zuchtprogramm, ja, ist tragisch irgendwie. Ja, es ist tragisch. Und ich meine, ihr seid jetzt irgendwie noch nicht drauf eingegangen. Also ich persönlich sag mal gerade meine Meinung dazu. Tierschutz, finde ich, ist ein total hohes Gut. Ja, ich bin selber da auch so ein bisschen zumindest finanziell, monetär aktiv. Aber ich finde es ehrlich gesagt super wichtig. Ich finde Zoos super wichtig. Ich finde es super wichtig, dass den Menschen, die hier in der industrialisierten, im Westeuropa groß werden zum Beispiel, dass die schon von klein auf auch die Faszination von Tieren kennenlernen. Aber müssen die wirklich, also ich hinterfrage das jetzt, aber müssen die wirklich einen Eisbären in Berlin, da gibt es ja zwei Zoos, weiß nicht welcher das jetzt war, in Berlin kennenlernen? Oder reicht das nicht, dass sie sich da irgendwie Netflix oder YouTube oder was weiß ich was angucken und vielleicht mal irgendwann das große Glück haben, so ein Tier in freier Wildbahn zu sehen? Also wo ist der direkte Mehrwert? Also ist das so dieses Pädagogische, was du da glaubst, weil nur das, was du siehst, willst du auch schützen? Oder
Also ich glaube, dass da, über Netflix lässt sich der Gesamteindruck halt nicht sinnvoll vermitteln. Ja, wer schon mal einmal den unfassbaren Gestank von so einem Streichelzoo hinter sich gebracht hat, weiß, das ist was anderes. Ja, und auch wenn du so ein Tier mal siehst, ja, für gemeinhin keine Eisbären rum. Das also war doch nur ein Beispiel. Ich rede jetzt nicht von der Ziege, die da hinkackt, sondern von einem Eisbären. Alter. Ja, ein Eisbär kackt aber auch. Also es ist ja dann, also ja, so ein Alter. Geht's Meine noch? Güte. Hat sich verschluckt. Ich habe mich total verschluckt. Aber wie kann man denn ein Eisbärengehege mit einem Streichelzoo vergleichen? Ja, aber worauf? Also, du hast es nicht so mit den Kindern, ne? Kann das sein? Also, aber der Prollo, der will aufs Prinzip hinaus. Genau. Und da muss ich ihm recht geben. Natürlich, man kann für den Eisbären natürlich in Frage stellen, ist es jetzt tatsächlich notwendig, dass es ein Eisbär ausgerechnet auch sein muss? Ja? Richtig. Natürlich kannst du diese Frage stellen und vielleicht ist es nicht notwendig. Ich stelle die Frage. Aber jetzt, um es aufs Prinzip runterzubrechen, da gebe ich dem Prollo recht, du kannst durch keine Fernsehsendung, durch ob das jetzt Netflix ist oder Arte oder weiß der Teufel was, kannst du meines Erachtens nicht auf dieselbe Art und Weise Tiere näher bringen, wie wenn Kinder, insbesondere Kinder, um die geht es mir hier, die Tiere live sehen. Ja? Wenn ich hier an meinen Kumpel Mike denke, der eine Dauerkarte im Kölner Zoo hatte, warum gehen denn die Leute mit ihren Pens da rauf und runter, hin und her, weil die Kinder sich dafür begeistern? Na, und weil es im Kölner Zoo in dem Fall auch einen hundescheißefreien Spielplatz gibt. Das muss man dazu sagen, weil das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Faktor gewesen. Nichtsdestotrotz, ich würde aber auch so ein bisschen mal in Richtung Bens Argumentation nochmal gehen. Ich hatte eben schon dreimal einen Versuch gestartet, aber irgendwie kam ich nicht so durch. Also ich würde schon die Frage stellen, ob das dem Tierwohl dient, da irgendwelche Eisbären mit riesigem Aufwand versuchen zu züchten, damit man immer noch mal 2-3 Eisbären im Zoo dann präsentieren kann, hier und dort und dort und hier. Oder ob man es dann doch vielleicht bei dem Beispiel Eisbären doch eher mal versuchen sollte, den natürlichen Lebensraum einfach mal zu erhalten, weil das ist, glaube ich, die sinnvollere Herangehensweise, anstatt da irgendwas zum Begaffen im Zoo zu haben. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, wir haben die Eisbären im Zoo und deswegen ist uns jetzt der Nordpol egal. Das ist ja nicht der Punkt. Aber das das könnte man ja denken. Da könnte man sich ja denken, solange wir die hier konserviert haben in einem Zoo, haben wir ja noch Eisbären. Genau. Wenn die Viecher, die da irgendwo am Arsch der Welt auf so einer abgebrochenen Eisscholle durch die Gegend treiben, verrecken, ist mir das ja egal, solange der Berliner Zoo mir die Dinger noch live präsentiert. Ja, aber das ist jetzt eine ziemlich krude Ansicht. Ja, also jetzt musst du mir mal Kinder zeigen, die, weiß nicht, in ihrer Kindheit 3, 4, 5, 10 Mal durch den Zoo gerannt sind und dann als Ergebnis dessen dann irgendwie beim Abi ungefähr sagen, also wir haben die Tiere alle im Zoo, die können von mir aus in Afrika, am Nordpol, am Südpol, können die alle verrecken. Ne? Wir haben sie ja im Zoo. Habe ich noch nie von gehört, sorry. Im Gegenteil, ja, man muss ja die Eisbärenlobby auch fördern, ja. Und der eine Eisbär im Zoo hat dann zwar die Arschkarte gezogen, weil er halt in Berlin wohnt. Andererseits, dem Eisbär insgesamt, ja, also der Eisbär hat es halt auch nicht leicht, ja, und wenn man da so ein bisschen die Lobbyarbeit macht für den Eisbär, die Kinder sind ja irgendwann auch groß und treffen dann vielleicht auch Entscheidungen, die dem Eisbär vielleicht eher zugutekommen, wenn sie den mal richtig ordentlich auf den Tresen haben kacken sehen, als wenn die den nur aus dem Fernsehen kennen. Das glaube ich. Fragen wir doch mal, wir haben doch einen dabei, der heute relativ dicht noch an der Zielgruppe dran ist. Wir sind ja alle schon alte Säcke. Das ist mein Stichwort. Genau. Ja, aber Kinder. Du glaubst doch nicht, dass der Ben Cartwright mit seinen Kindern in den Zoo gegangen ist. Der Ben Cartwright, der hat Weidegründe noch und nöcher. Der hat da Rinder, der hat da Pferde, der geht da nicht mit seinen Kindern in den Zoo. Kann auch Fernseher gewesen sein, was du meinst. Und tatsächlich doch, weil auf der Ranch haben wir ja nur Pferde und Kühe und sowas und da haben wir ja zumindest momentan keine Elefanten, deswegen, außer natürlich jetzt der Benanza-Elefant, der ist natürlich da, aber ansonsten, das ist ja nicht das Gleiche, so, den kennen wir ja schon. Man will ja auch mal was anderes haben, deswegen, ja, ich war tatsächlich im Zoo, mein gesamtes Leben lang, auch schon in meiner Kindheit, und ich kann sagen, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Ich verstehe die Ansicht natürlich, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, es kann ja sein, dass irgendwelche Spinner dann sagen, ja, wir haben ja sowieso noch Eisbären, das heißt, die Rasse stirbt ja schon mal nicht aus, selbst wenn die am Nordpol halt verrecken, jetzt unabhängig mal von den Kindern, also unabhängig halt von dieser, ja, wie sagt man, von dieser Awareness, die da halt so ein bisschen geschaffen wird, ist es ja trotzdem noch so ein bisschen, ich weiß nicht,
diese Ansicht kann ich schon verstehen, dass man vielleicht sagt, ja, die Eisbären können ja schon mal nicht aussterben, weil wir haben ja schon mal ein paar hier auf jeden Fall im Zoo. Deswegen können ja die im Nordpol ruhig sterben. Die Sache ist, wenn dann halt die Kinder ins Spiel kommen, würde ich schon sagen, dass es ja zu einem großen Teil, ich sag mal, die Sympathie auf jeden Fall steigert und einen da so ein bisschen auch reinholt, sag ich mal. Wenn man jetzt diese ganzen Tiere schon mal gesehen hat, das ist halt wirklich nochmal was anderes, wie wenn man es nur im Fernsehen sieht und sowas. Klar, wenn man dieses Tier schon mal in echt gesehen hat und dann bekommt man so als kleines Kind irgendwie mit, okay, ich war da jetzt vielleicht auch ein bisschen, spezielles Kind, was das angeht, dass man so Sachen retten will oder sowas, aber ich kann mir generell vorstellen, wenn jetzt so ein kleines Kind, was solche Probleme noch nicht einschätzen kann, dann generell halt nur hört, die sind vom Aussterben bedroht, weil denen ihr natürlicher Lebensraum wegschmilzt oder sowas. Ja, wegschmilzt. Kann ich mir schon vorstellen, dass so ein kleines Kind das dann schon auch trifft, sag ich mal, wenn es diese Tiere schon gesehen hat im Zoo, auch live gesehen hat, auch gesehen hat, wie die leben. Und ich meine, Kinder sind nun mal auch einfach um einiges empathischer bei so etwas teilweise. Das muss man einfach so sagen. Kinder sind teilweise, ich weiß nicht, haben teilweise ein besseres Bild von sowas als Erwachsene, habe ich manchmal so das Gefühl, weil sie eben nur so ein bisschen diesen emotionalen Wert sehen, weil sie halt sehr empathisch sind, was das angeht. Und dann eben sich denken, so, wie kann das denn sein? Die dürfen doch nicht aussterben. Also ja, so war ich zumindest, als ich kleiner war. Du solltest mehr auf deine Kinder hören, Ben Cartwright. Ja, Ben Cartwright, finde ich auch. Hör mal auf den Adam. Der Fall zu sein. Vor allem habe ich auch nicht überhört, dass er meine Meinung mit der Meinung von irgendwelchen Spinnern verglichen hat. Also, ja, das hat ein Nachspiel. Kein Abendessen ins Bett. Scheiße. Nicht schon wieder. Aber Hauptsache, er bin in der Öffentlichkeit, dann ist doch okay. Ja. Aber mal abgesehen davon, der Eisbär, der ist ja jetzt auch recht ansehnlich, ja, oder so, das ist ja schon Knorke-Stier, wie die Jugendlichen heute sagen. Dann sagen sie nicht. Sagen sie nicht. Ja, genau. Sagen sie nicht. In Berlin der 70er. Was weißt vielleicht. Du denn schon? Knorke. Ich finde den voll Knorke. Sie sagen Knorke, Menschen, um es lustig zu machen. Auf der Höhe der Zeit. Rollo, alter Hipster. Warte mal, um mich zu berichtigen, man könnte sagen, der Eisbär, der ist schon fresh. Also, wenn das hier nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt wird, komme ich nochmal zum Lösboden zurück, ja? So ein Eisbär, der hat schon Knorke Drip. Lösboden. Okay, Berichtigung, der Eisbär, der hat schon Drip, der ist schon fresh, das kann man schon sagen, aber... Ja, ist aber auch Knorke. Ja, Knorke ist der auch, aber... Das ist ein Berliner Eisbär, das muss man bedenken. Eisbär. Insofern hat der Prollo vollkommen recht. Ja. Alter, weißer Eisbär. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber... So, ich mache mir jetzt mal was hier gerade, damit ihr da Bescheid wisst. Ui, was kommt jetzt? Insider, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, was das heißt. Einmal, ja, genau. Ist ja scheißegal. Hast du wieder... Zweimal als Tradition. Hast du ihn wieder erst 15 Minuten später... Ja, genau. Aus Tradition habe ich nach einer Stunde 11 Minuten 31 das laufen lassen, weil, Es hat schon seinen Grund. Wir sind hier, ich schneide ja wahrscheinlich mindestens 10 Minuten raus. Nein, Quatsch, aber... Wie denn? Willst du den Sommer wieder rausschneiden? Ja, wie immer. Der wird gedisst, der fühlt sich ja gedisst. Der Sommer ist gerade im Sitz. Nur mal für die, wir machen wieder ein bisschen vertonten Podcast hier. Wir haben ja keinen YouTube-Livestream, wir sollten es vielleicht haben, weil der Sommer, die coole Sau, der sitzt da seit ungefähr einer Dreiviertelstunde mit seinen Füßen aus dem Auto heraus. Ich habe Fotos das gemacht. Das ist ein Fuß. Ja, stimmt, es ist ein Fuß. Ich dachte, du hast nur diesen einen. Aber den anderen hat er aus dem rechten Fenster. Das wäre nicht schlecht. Genau, der Spagat, sag mal. Aber das ist ein herrliches Bild, wie du da siehst. Ja, ich sitze hier halt Knorke. Ja, das hat was. Ja. Aber das war gerade dein Zeichen für den Quickie. Es sei denn, jemand anderes hat einen Quickie heute. Ich habe keinen. Also ich hab tatsächlich einen Quickie am Start. Der führt uns diesmal nach Ostfriesland. Achtung, Knisteralarm irgendwo. Ach, die jungen Leute mit der Technik. Ja, genau. Also der Quickie führt uns nach Ostfriesland, nach Aurich. Und wir hatten das Thema schon, da kann der Adam vielleicht noch was zu sagen. Corona-Schnelltest in der Schule ist nämlich das Thema. So, und was war passiert? Kinder einer Klasse hatten irgendwie Kontakt zu einem positiv getesteten Kind, weshalb das Gesundheitsamt dann bei der Klasse einen Schnelltest angeordnet hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie da so die Rahmenbedingungen sonst sind. Die gibt es ja bei uns in Nordrhein-Westfalen sowieso zweimal die Woche. Aber okay, ist so jetzt gewesen. Was ist daran das Aufregende? Die Mutter fand das
die Mutter von einem Kind, das da getestet wurde, fand das überhaupt nicht witzig und hat den zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wegen Körperverletzung im Amt angezeigt und hat ein Attest einer Allgemeinmedizinerin vorgelegt, wonach ihr Kind unter anderem ein schweres psychotisches Traumata durch den Test erlitten habe. Und hat deswegen das Ganze, wie gesagt, an die Justiz gebracht. Also erst zur Staatsanwaltschaft, die aber ein Ermittlungsverfahren eben nicht einleiten wollte. Und dann hat sie dagegen Beschwerde eingelegt und dann ist das Ganze ans OLG gegangen. Kurz Zwischenfrage, das Kind, was dieses Trauma hatte, hatte das Corona, war das das positiv getestete Kind oder irgendeins? Das war irgendein Kind aus der Klasse, das getestet wurde und durch diesen Test nach Meinung der Mutter beziehungsweise nach Vorlage eines Attests, was ein Arzt dem Kind ausgestellt hat, hat es da durch den Test ein Trauma erlitten. Und deswegen hat es den Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, hat die Mutter wegen Körperverletzung im Amt angezeigt. So, das finde ich jetzt schon mal sehr schräg. Ich finde es auch schräg. Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Ja. Ich weiß, dass in dem Artikel drinsteht. Hat denn mal irgendjemand das Kind gefragt? Nee, das war ja so traumatisiert. Ach so, das war mir nicht mehr ansprechbar, weil sie ein Wattestäbchen in der Nase hatte oder da in irgendeinen Becher rotzen musste. Okay. Ja. Also ganz ehrlich, meine Mutter einliefern. Mein Take auf das Ganze ist, ganz ehrlich, so, ich will diesem Kind ja jetzt nicht zu nahe treten, wenn das eh schon so traumatisiert ist. Aber der soll sich nicht so anstellen. So, ich mach die Scheiße auch zweimal die Woche. Ich meine, du machst dann halt, beim ersten Mal ist es ein bisschen komisch so, du machst dann halt dieses Wattestäbchen in deine Nase, aber es geht ja auch darum, dass du sollst dir das jetzt hier nicht in deinen Schädel schieben irgendwie, wie die das da in diesen Testzentren teilweise machen. So, der Ben Cartwright hier, mein Vater, der weiß Bescheid auf jeden Fall. Hatten wir auch schon die Situation, wo es dann einfach tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und du denkst, ey, langsam muss die Nase doch mal... 2 Zentimeter soll man ja nur. Ja, in der Schule. Das ist ja nicht so, als würden die das da irgendwie in dein Gehirn gefühlt reinschieben, wie das da bei diesen anderen Tests teilweise halt ist. Und ganz ehrlich, 2 Zentimeter, das ist nix. Es kitzelt halt ein bisschen. Du musst vielleicht mal niesen danach. Ja. Aber wer vom Niesen ein Trauma bekommt, der ist auch selber schuld, ganz ehrlich. Ja, ich stimme dir voll zu. Mein Sohn musste auch zweimal die Woche machen. Da hat es überhaupt noch nie Probleme gegeben. Und das Schöne ist, die Geschichte hat eine Wendung genommen. Könnt ihr euch denken, welche? Der Richter hat ja eine geschissen. Ja, richtig. Was hat er denn gemacht? Er hat die erstmal testen lassen, um ins Gericht zu kommen. Auch schön. Nee, Beef, spinn die Geschichte mal weiter. Was hat der Richter gemacht am Oberlandesgericht? Der hat gesagt, dass es keine Ahnung, ungerechtfertigt ist. Ja. Der Beef hat gesagt, eine geschissen. Was meintest du damit? Naja, im Prinzip, dass er ihr gesagt hat, dass das kein Klagegrund wäre und dass er das so einfach nicht anerkennt und ihr so um die Ohren geschlagen. Ja, um die Ohren geschlagen und es ist noch besser. Also er hat gesagt, Sorgerecht entzogen. Der Beweiswert des Dokuments sei denkbar gering. Ja, sehr schön. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, sei es mehr als fraglich, wie eine, ich habe das extra dabei gesagt vorhin, eine Allgemeinmedizinerin im Rahmen eines einzelnen Termins eine derartige Diagnose habe stellen können. Ja, also ich bin mal ins Netz gegangen, habe mal geguckt, also ein Trauma, ja, das ist Thema Psychologie, ja. Da kannst du als Allgemeinmedizinerin, kannst du so eine Diagnose schon mal überhaupt gar nicht stellen. Das ist einfach so eine Helikoptermutter. Sag mal, du bist so ein Fuchs. Der Beef und ich, wir haben vor vielen, vielen Jahren mal einen Drehbuchkurs in Köln im Mediapark besucht. Ein ganzes Wochenende lang. Ja. Da haben wir Chinatown auseinandergenommen und haben gelernt, dass das gute klassische Drehbuchschreiben zeichnet sich aus durch Platzieren und Abholen. Das werde ich nie vergessen. Und du hast diese Information geschickt platziert und jetzt holst du sie ab. Ja, Allgemeinmedizin. Ich bin der Hammer. Ne? Das du bist so. Echt so ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs, ja. Fuchs, ja. Und jetzt ist es so, dass der Richter hat gesagt, dass er einen Anfangsverdacht wegen des Ausstellens eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses sieht. Und gibt die Sachen auch an die Staatsanwaltschaft weiter. Ob das jetzt dann zur Ermittlung führt, das ist jetzt Stand dieses Artikels aus ntv.de von Donnerstag, 24. Mai noch nicht bekannt. Das ist eine große Überraschung übrigens. Ja, auch eine Überraschung, wo ich das in den Artikel her habe. Ich habe mich auch mal auf ntv.de gewagt, wie sonst nie. Ja, aber ich finde das
Ich finde das ziemlich gut, dass solche Dinge dann noch auch mal so eine Wendung positiver Art nehmen, denn das geht überhaupt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Also jetzt mal, jeder von euch war doch schon mal beim Allgemeinmediziner, der dann irgendwie hier Herzrhythmus abhört, euch mal in den Hals guckt. Und der kann überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht, der kann überhaupt gar nicht ein Trauma feststellen, diagnostizieren, geht überhaupt nicht. Da musst du Facharzt für sein und da musst du mit so einem Kind wahrscheinlich mehrere Sitzungen machen. Und also ich finde sowas vielleicht wenn haben das sie nach hinten das losgeht, ja, wunderbar. Das Stäbchen gezeigt und er ist aus dem Fenster gesprungen, ja, dann Stempel drauf, tschüss. War ein Baseballschläger, das Stäbchen. Ja. Aber das ist, ich habe trotzdem, also die spannende Frage ist hier für mich eher, jetzt mal unabhängig von dem Kind und von dem ganzen juristischen Geplänkel drumherum, was reitet so eine Mutter? Also das, es entzieht sich mir so ein bisschen Verständnis, warum man da, wenn es jetzt keine expliziten medizinischen Gründe dafür gibt, dass dieses Kind nicht getestet werden darf. Das kann ja im Detail, im Einzelfall sein, aber was treibt diese Mutter um? Also ja, weil ist das dann die hatten Tennisurlaub geplant und da wäre ein positiver Test denkbar ungünstig. Ja, das ist natürlich schwierig. So in die Richtung vielleicht. Genau, ja. Das ist dann so ein bisschen wie dann, wenn ich es nicht weiß, dann Beef. Ist es auch nicht schlimm. Ja, aber er war doch anscheinend am negativsten, sonst wäre das Kind ja nicht in der Schule geblieben. Ach, oder was. Beef, ich kann es ja auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ja nach diesem Urteil in Weimar gab es auch irgendwie auch so einen Juristen, der dann irgendwie gesagt hat, dass das Maskentragen irgendwie, keine Ahnung, Kinder so gefährdet, das war ein Familienrechtler, der dann irgendwie direkt mal eine Verfügung rausgehauen hat und die Schule angewiesen hat, die Maskenpflicht auszusetzen, was er gar nicht konnte, da war er gar nicht für zuständig, das nebenbei gesagt, aber da gab es etliche Eltern, die sich da dran gehangen haben. Ich weiß nicht, was die Eltern so rumtreibt. Ich habe selber eine wirklich echt richtig gute Freundin von mir, die ich in diesem Punkt auch Tests nicht verstehe, die das auch ablehnt, die das aber machen lässt. Ja, sie lässt es machen entgegen ihrer Überzeugung, weil das Kind sonst am Präsenzunterricht nicht teilnehmen kann. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, was das Problem, was ihr Problem mit diesen Tests ist. Ich verstehe es auch nicht mehr. Hm. Ja. Naja. Hm. Wir werden sehen. Ja, genau. So, um jetzt keine Pinkeltraumata oder sonstiger Dinge zu erleiden, ja, würde ich sagen. Ein bisschen. Ja, es drückt, die Blase drückt. Ja. Und wir können aber nochmal festhalten, also was für ein Sommer so ein Quickie ist, der dauert ja doch ganz schön lang. Ja, vor allem ist das geil, dass der Sommer sich den letzten Artikel vor dem Quickie sichert, um dann auch nochmal sein Quickie zu bringen. Das sollte ja der vorletzte Artikel sein, der Beef, der hatte mich ja auf Seite geboxt. Also so. Quickie ist kein Quickie oder jetzt was? Jetzt bin ich wieder schuld. So, Kinder. Und ihr fragt euch, warum der die Geheimwaffe ist. Also, meine Lieben. Viel Spaß bei dieser Folge. Vergesst mir den JFK nicht. Der hat uns schon immer auf dem Plan gehabt und das sollten wir jetzt auch mal in die Tat umsetzen. Visionär. Also, schöne Woche. Macht es gut. Vielen Dank, mein lieber Adam. Ah, kein Ding. Immer wieder gerne. Yeah. Okay. Ja, und tschüss. Wieder eine spannende Folge. Benanza Online neigt sich dem Ende mit Dramatik, Platzieren und Abholen. Jetzt labern nicht, wir müssen aufs Klo. Okay, komm, so. Hier raus, mal raus. Tschüss. Scheiße, ich jetzt nicht mehr. Er hat mir meinen einzigen Moment, er hat mir meinen Time to Shine genommen. Aber egal, ich verstehe schon.